Ich bin Miriam. Und ich bin Karin. Ich bin seit dem Januar in der Jugendarbeit tätig. Und ich durfte schon letztes Jahr im Mai starten. Unser Bereich ist in Wallwil, Egolzwil, Nabiken und Altishofen. Und unser Logo, das jetzt neu kreiert worden ist durch die Schüler, ist Juneva. Ja, vor allem haben wir hier im Jugendhaus am Mittwochnachmittag ein Angebot von 12 bis 5 Uhr, wo die Kinder ab der 5. Klasse dürfen kommen und gehen und machen, was sie wollen. Wir haben zwischendurch ein Spezialangebot, wo wir vielleicht wieder mal sagen, heute machen wir Graffiti oder heute machen wir ein Töckeli-Turnier oder was uns denn sonst noch hinkommt oder was die Jugendlichen auch für Ideen bringen. Beim Mai, Januar 2022 haben wir den Bauwagen gehabt, den wir hier hinten jetzt haben, auf dem Schulhausplatz. Und dort haben wir den Mittwochnachmittagstreff drin gehabt. So hat es angefangen. Und man hat einfach gemerkt, man hat zu wenig Platz. Es ist im Winter kalt, es ist, wenn es regnet, es ist einfach zu wenig Platz. Und dann haben wir natürlich immer ein bisschen Druck gemacht, gesagt, es wäre einfach gut, wir hätten etwas. Und die Gemeinde hat sich extrem eingesetzt und hat umgeschaut, was ist möglich. Und wirklich auch dank der Gemeinde Nebiken sind wir dann zu dem Bus gekommen. Da dachte, wow, also sie haben sich sehr Mühe gegeben mit dem Bus. Also ich war noch nie richtig an einer Jugendtreff gesehen. Also es ist jetzt mein erstes Mal gewesen, aber wenn jetzt hier wirklich, wie es alles aussieht und dass wir als Jugendliche das alles gemacht haben. Also fast mit der Hilfe der Erwachsenen ist schon sehr gross. Mir gefällt es wirklich. Also ich werde in Zukunft etwa hier hingehen. Es hat weder fließendes Wasser, noch Heizung, noch irgendetwas. Und wir haben das mit den Jungen ab dem Januar 23 mit den Jugendlichen jeden Mittwoch Stückchen für Stückchen eingerichtet, zuerst rausgeputzt, dann mal die erste Baustengruppe hingehen und einfach so, wie sitzt bis dahin. Und es gibt natürlich sicher noch viel zu machen und noch weitere Projekte, wo wir gerne die Jungen dann auch wieder einbeziehen. Für uns ist es mega wichtig, dass die Kinder und die Jugendlichen einen Raum haben, wo sie sich entfalten dürfen. Es ist freiwillig, sie können kommen und gehen, wie sie wollen. Sie dürfen die Räumlichkeiten so gestalten und Programme zusammenstellen, wie sie wollen. Immer natürlich in Absprache mit uns, mit unserer Unterstützung. Und am lässigsten ist immer, wenn sie kommen und Ideen bringen und fragen, ob wir unter die Arme greifen dürfen.